Kann man Deutschland lieben und Erdogan verehren? Kann man in einer Demokratie leben und sich für einen scheinbaren Antidemokraten wie Erdogan begeistern? Vielen Menschen hierzulande scheint dies ein Widerspruch und Deutschtürken, die dies tun, gelten oft als schlecht integriert. Ist das wirklich so? Dieser Frage bin ich für das Forum am Freitag nachgegangen und habe drei Deutschtürken getroffen, die sagen, Merkel ist meine Kanzlerin, Erdogan mein Präsident. Mittlerweile sind die Wahllokale in Deutschland geschlossen und Janet Kobi ist frustriert. Die gelernte Friseurin und junge Mutter hätte gerne bei dem Referendum für eine neue Verfassung in der Türkei mitgestimmt, doch sie durfte nicht. Grund, sie hat ausschließlich den deutschen Pass. Doch ihre Entscheidung wäre klar gewesen, sie hätte mit Ja gestimmt. Weil ich die zweiköpfige Regierung in der Türkei eigentlich für ziemlich überflüssig halte. Es war auch früher so, dass wenn der Präsident etwas im Land verändern wollte, hat man ihn immer davon abgehalten, weil die anderen halt nicht dafür waren. Und das wäre somit dann auch abgeschafft und wir könnten endlich mal vorangehen. Janet Kobi ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern kamen vor über 30 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Genauso wie Janet leben sie im schwäbischen Fullendorf in der Nähe vom Bodensee. Janets Vater und Bruder arbeiten bei einer großen Firma am Ort. Janets Mutter ist Hausfrau. Für sie ist Erdogan der richtige Politiker, um die Türkei zu regieren. Erdogan ist ja für sein Land, was er getan hat bis jetzt, das ist ja alles sichtbar. Ich bin nicht direkt für Erdogan, für mein Land, Vaterland. Wie gesagt, ich bin auch 38 Jahre in Deutschland. Natürlich ist auch meine Heimat, sogar erste Heimat. Aber wenn ums Türkei geht, was für Türkei gut tut, egal wer, nicht Erdogan, sondern egal wer, da bin ich, dafür bin ich hinter ihm. Also die Frage muss ich jetzt auch so beantworten. Es geht nicht um die Person Erdogan, sondern ja, die Entwicklung der Türkei ist im Moment top. Also was wir dort als Urlauber, sage ich jetzt mal, dort sehen, die Entwicklung, es geht voran. Den Leuten dort geht es besser. Und ich sehe im Moment halt keinen besseren Politiker. Also unsere Opposition finde ich schwach und deshalb im Moment Erdogan. Doch wie kann man Sympathie für einen Politiker haben, der tausende Menschen verhaften und inhaftieren lässt, wie beispielsweise den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel? Von den tausenden Menschen, wo sie sagen, wo verhaftet wurden, wurde der, dann, der Teil, wo dann die Unschuld bewiesen konnte, wurde er wieder entlassen. Es ist ja nicht so, dass von den tausenden einfach alle schuldig waren, sondern es war einfach für die Sicherheit von unserem Land. Auch Tevfik Özcan unterstützt den türkischen Präsidenten Erdogan in dessen Politik. Der Familienvater ist seit über 20 Jahren selbstständiger Unternehmer im hessischen Langen. Er ist in der kleinen Stadt in der Nähe von Frankfurt geboren und aufgewachsen. Als Doppelstaatler durfte er beim Referendum mitstimmen. Das hat er mit Ja getan. Die Türkei war im Prinzip ein Entwicklungsland. Dann kam Recep Tayyip Erdogan und hat aus diesem Entwicklungsland die 17. größte Wirtschaftsnation der Welt geformt, hat den Menschen ihre Freiheit, ihre Würde, ihre Unabhängigkeit, ihren Stolz und ihre Ehre wiedergegeben. Nun wird am kommenden Sonntag über ein neues Präsidialsystem in der Türkei abgestimmt im Rahmen dieses Referendums. Dieses neue Präsidialsystem garantiert dem Präsidenten mehr Macht. Nun haben viele Menschen die Befürchtung, in der Türkei, aber auch hier, dass aus der Türkei eine Diktatur entstehen könnte. Können Sie diese Ängste nachvollziehen? Ich denke, auch die türkische Bevölkerung, die möchte keine Diktatur. Was die türkische Bevölkerung möchte, ist einen starken Führer, der dieses Land vereint, diesem Land Stabilität gewährt, dass dieses Land wirtschaftlich blüht. Und wie vorhin schon erwähnt, die Türkei ist geostrategisch in einer sehr schwierigen Lage. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Unser damaliger Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat während seiner Amtszeit 14 türkische Außenminister begrüßen dürfen. 14 neue türkische Außenminister. Das zeigt eben diese Unterschiede zwischen Deutschland und der Türkei. Und deswegen muss man für jedes Land seine eigenen Antworten finden. Und ich glaube, keiner in der Türkei möchte eine Diktatur haben. Und wenn Sie sich die Gesetzgebung anschauen, diese 18 Paragraphen, die verändert werden, und sehen, dass es schon gewisse Balancen gibt, kann man davon ausgehen, dass das nicht eintreten wird. Also so, wie ich Sie jetzt abschließend, wie ich Sie verstanden habe, ist das
Demokratieverständnis in der Türkei ein etwas anderes als hier in Deutschland? Ich denke, das können Sie selbst in Erfahrung bringen, wenn Sie mal in die Türkei gehen und die Menschen mal fragen, was für Sie Demokratie ist. Ich glaube, da werden Sie verblüffend andere Antworten bekommen als hier in Deutschland. Ich denke, Demokratie ist auf dem Papier erstmal schön und gut, aber Demokratie leben zu können, brauchen Sie auch eine gewisse Basis. Und was ist die Basis? Die Basis muss erst auch mal sein, dass Sie in Frieden leben. Wenn Sie keine friedvollen Nachbarn haben, ist es schwierig, dort auch demokratische Verhältnisse dann eben aufzubauen. Das muss man mit berücksichtigen. Die Türkei führt seit 35 Jahren einen Kampf gegen die PKK, führt neuerdings einen Kampf auch gegen den terroristischen Staat, genannt IS, und neuerdings jetzt auch gegen Putschisten. Und in dieser Lage, demokratische Werte mal einzufordern, ist immer sehr schwierig. Die Türkei geht ihren eigenen Weg. Und ich bin mir auch sicher, dass die Türkei, wenn es irgendwann zu einem friedlicheren Land kommen sollte, wie auch demokratische Werte, wie wir es aus Deutschland kennen, wie wir es auch für die Türkei wünschen, auch irgendwann mal angeglichen wird. Özcan ist ein Kind des Ortes. Hier ist er zur Schule gegangen, hier hat er Abitur gemacht. Er kennt viele Menschen und viele Menschen kennen ihn. Deutschland ist seine Heimat, die er liebt. Heißt das, Ihr Bundespräsident ist Steinmeier und Ihre Kanzlerin Merkel? Definitiv. Mein Lebensmittelpunkt ist Deutschland. Das heißt, in erster Linie interessiert mich die deutsche Politik, die Probleme, die wir in Deutschland haben. Die Probleme der Rentner zum Beispiel, die tagtäglich zur Tafel gehen müssen, um ihren Lebensabend gestalten zu können. Die Pfandflaschen sammeln. Ich glaube, das haben unsere Rentner zum Beispiel nicht verdient. Und das sind Punkte, die mich hier interessieren und die bekämpft werden müssen. Mich interessieren weniger, dass irgendwelche türkischen Staatsgäste nach Deutschland kommen, irgendwelche Reden halten. Und das wird dann so vorgegaukelt, als wäre das das Top-Thema, das, was die Bürger interessieren muss. Das interessiert mich weniger. Vielmehr interessiert mich die Leiharbeitsbranche, dass die Menschen dort am Monatsende ihr Gehalt aufstocken müssen. Wir haben Drogenkriminalität, wir haben viele andere Probleme, die in Deutschland angenommen werden müssen. Und das ist das, was ich von den Politikern erwarte, dass sie sich um die Probleme in Deutschland kümmern, dass sie sich als Patrioten hinstellen und sagen, okay, das nehmen wir in Angriff und versuchen, diese Probleme zu lösen und uns nicht irgendwelche Themen vorgaukeln, die die Menschen nicht interessieren. Nun sind Sie seit vielen Jahren SPD-Mitglied. Wie erklären Sie denn Ihren Genossen, dass Sie Mitglied in einer demokratischen Partei sind, aber Sympathie für einen scheinbaren Antidemokraten wie Erdogan haben? Also das weise ich erstmal zurück. Erdogan ist kein Antidemokrat. Ich habe das vorhin schon erläutert. Die Türkei hat seine eigenen Befindlichkeiten und deswegen muss man da gewisse Antworten geben auf Fragen, die man in Deutschland so nicht hat. Und was mich natürlich viel mehr tangiert hat, war letztes Jahr zum Beispiel die Armenien-Resolution, die von allen etablierten Parteien durchgenickt wurde. Und da haben wir eben auch innerhalb der SPD unsere treuesten Wähler verloren. Mehrere hunderttausend Wähler, die seit Jahrzehnten treu die SPD gewählt haben, werden jetzt bei der nächsten Bundestagswahl ihr Kreuz bei der SPD nicht machen. Und da müssen wir schauen, dass wir diese Wähler wiedergewinnen für die SPD. Doch was sind die Gründe, dass sich Deutsch-Türken so sehr zu einem autoritären Politiker hingezogen fühlen, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen sind, hier demokratisches Denken vermittelt bekommen haben? Sind es alleine die Erfolge Erdogans oder sein Charisma? Kann man damit alles erklären? Yonca Akarsu ist auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie verehrt ebenfalls Präsident Erdogan. Sie hat ausschließlich den türkischen Pass und beim Referendum mit Ja gestimmt. Also ich sehe halt einfach den Vergleich zwischen vor 14 Jahren und jetzt. Vor allem, weil ich halt alle zwei Jahre oder einmal im Jahr dann in die Türkei in den Urlaub fliege. Und ich sehe große Veränderungen. Seien es die Wege, die Autobahnen, seien es die Gebäude, seien es die Krankenhäuser. Wenn ich mal krank war und als Kind, wo ich mal krank war und dann ins Krankenhaus musste, weil ich halt krank war, haben wir wirklich sehr lange gewartet. Und jetzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, wo ich mal musste ins Krankenhaus, da war das ging ruckzuck, ganz schnell. Und man sieht halt einfach den Vergleich und deswegen mag ich seine Politik. Und man sieht ja auch anhand der Stimmen, dass er die Mehrheit hat. Also auch das Volk ist einfach zufrieden mit seiner Politik, man sieht es einfach. Aber stört es Sie nicht, dass er Menschen verhaften und einsperren lässt? Also ich denke nicht, dass es so einfach ist, irgendwelche Leute mal einsperren zu lassen. Er hat seine Beweise. Also es gibt Beweise, warum diese Leute eingesperrt worden sind. Es gibt eine Parallelgesellschaft in der Türkei und aufgrund dieser Parallelgesellschaft müssen eben solche Verhaftungen geschehen. Sonst können wir ja gleich
die Politik der Parallelgesellschaft überlassen. Also wir haben ja gesehen am 15. Juli, zu was diese Parallelgesellschaft fähig ist. Es hat uns 241 Menschen gekostet. Und deshalb müssen diese Verhaftungen geschehen, damit einfach die Sicherheit der Bürger gewährleistet werden kann. Ganz einfach. Jetzt sagen Sie wir, das heißt wir Türken, nehme ich an. Genau. Aber Sie sind ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ja. Was verbindet Sie denn mit Deutschland? Ja, mit Deutschland verbindet mich sehr viel. Ich meine, ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier meine Freunde kennengelernt. Ich habe hier einfach alles. Also mich verbindet sehr viel mit Deutschland. Ja. Kann man Deutschland und Türkei gleichzeitig lieben? Ja, natürlich. Kann man. Also natürlich, was die deutsche Politik und die deutsche Regierung im Moment gefällt mir jetzt nicht. Aber ich habe deutsche Freunde, ich liebe Kaffee, diese Kaffeeliebe kommt einfach nur in Deutschland. In der Türkei gibt es eigentlich so gar keinen Kaffee, man trinkt halt eher Chai. Und ich trinke auch mehr Kaffee als Chai. Das heißt ja dann auch wiederum, dass ich anscheinend in dem Thema mehr deutsch bin als türkisch. Und das sind auch andere Themen, wo ich wahrscheinlich mehr deutsch bin als türkisch. Aber wie gesagt, die Politik ist natürlich wieder eine andere Sache. Viele Deutsch-Türken lieben Deutschland, sehen es als ihre Heimat. Doch besonders junge Menschen sagen, dass sie sich in Deutschland nicht akzeptiert fühlen. Dies sei der Grund für ihre Sympathie für die Politik der AKP. Nicht akzeptiert, obwohl man hier groß geworden ist? Sie haben jetzt im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich mehr zur Türkei hingezogen fühlen und auch Erdogan unterstützen, weil Sie in Deutschland Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Das stimmt. Können Sie mir mal erzählen, was da so passiert ist? Das sind einige Sachen, aber eins von denen kann ich Ihnen gerne erzählen. Das war, wo ich glaube ich 10 oder 11 war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und am Wochenende bin ich dann immer in die Moschee gegangen und da haben wir dann Koranunterricht bekommen und uns wurde halt eben von der Religion einiges gelehrt. Und das eine Mal kamen dann Journalisten und wollten halt eben mal einen Bericht über unsere Moschee schreiben und da hatte ich halt das Kopftuch an. Und am Montag darauf, als ich dann in der Schule war, das war glaube ich der Mittwoch, genau, mittwochs gab es nämlich immer die Zeitung. Und mittwochs dann, als dann die anderen Schüler dann mich mit dem Kopftuch in diesem Zeitungsartikel gesehen haben, wurde ich gehänselt. Und das werde ich nie vergessen. Und ich meine, die Frage ist, warum hänselt man denn jemanden, der ein Kopftuch trägt? Von wo kommt das? Also, wenn wir alle wirklich neutral wären, würde man das gar nicht tun. Also, irgendwo ist irgendwas, was diese Schüler dazu bewegt oder diese Menschen dazu bewegt, einen anderen aufgrund seines Kopftuchs zu diskriminieren. Und würden Sie sagen, dass das auch vielen anderen Deutsch-Türken so geht und dass sie deshalb auch sich mehr zur Türkei oder für die Türkei engagieren, interessieren, auch zu Erdogan hingezogen fühlen? Ja, bei meiner Mutter zum Beispiel. Sie putzt in einer Schule und wurde auch in der Schule von einem Schüler als Putzfrau mit Kopftuch bloßgestellt und ausgelacht. Ja? Und dann frage ich mich einfach nur, von wo kommt das? Natürlich fühlt man sich dann besser aufgehoben in einem, ich sag mal, Land oder von einem Politiker, der sich eben gerade für diese Leute einsetzt, wo diskriminiert werden. Und das ist eben Erdogan. Weil er letztendlich hat ja in der Türkei, wenn man sich das mal anguckt, er hat den Kopftuchverbot in den Schulen, also für die Beamten, sogar jetzt im Militär aufgehoben. Das heißt, jede Frau, die ein Kopftuch trägt, kann jeden Beruf ausüben. Das ist in Deutschland eben nicht der Fall. Und wenn, dann wird man eben bloßgestellt und ausgelacht und keine Ahnung was. Ja. Auch Janet Kobi hat ähnlich negative Erfahrungen gemacht. Es war oft traurig, wenn ich da am Haare schneiden war und im Radio hört man dann immer Böses über die Türkei. Vor allem dann über unseren Präsidenten. Und die Kunden sind zu 90% deutsche Kunden. Und dann kam auch oft mal die Frage, ja, was halten Sie denn eigentlich von der ganzen Sache? Und es ist dann halt immer so dieses, sich rechtfertigen zu müssen, ist traurig. Erdogan ist für Janet Kobi unser Präsident, obwohl sie einen deutschen Pass hat. Und gleichzeitig ist für sie und ihren Bruder klar, dass Deutschland ihre Heimat ist. Meine Wurzeln sind türkisch, aber auf den Papieren bin ich deutsch. Und ich fühle mich auch eigentlich sowohl deutsch und türkisch, weil ich eben hier groß geworden bin, aufgewachsen bin. Wir sind ja auch ein Teil der Gesellschaft hier. Genau. Von dem her fühle ich mich genauso auch deutsch wie auch türkisch. Und ich fühle mich auch recht wohl hier. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte weg, ich kann nicht mehr oder sonst so, aber doch, ich fühle mich wohl hier. Janet Kobis Lebensmittelpunkt ist Deutschland. Sie ist hier integriert und zu Hause, sogar mit einem Deutschen verheiratet.
Doch wie Cenit Kobi, Tevfik Özcan und Yonca Akarsu geht es vielen Deutsch-Türken hierzulande. In ihrer Brust schlägt das Herz für ihre zwei Heimaten. Doch wenn es um Präsident Erdogan geht, scheint die ferne Heimat ihrem Herzen näher als ihre deutsche Prägung. Aber meinst du, es gibt wirklich...